These 1. Wenn unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, will er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. These 2. Diese Buße beginnt mit einer Neubesinnung und Trauer über das bisherige falsche Verhalten, sowohl des Einzelnen als auch der Kirchen als Gesamtheit. These 5. Der Einzelne gefällt sich heute aber in vielerlei Sünden, wie zum Beispiel Gottlosigkeit, Hochmut, Lieblosigkeit, Okkultismus, Ungehorsam, Abtreibung, Unzucht, Ehebruch, homosexuellen Praktiken, Drogenmissbrauch, Lüge, Geiz und Diebstahl. These 11. In dieser Situation müssten die Kirchen vor Ort und weltweit ihren Auftrag wahrnehmen, Licht und Salz zu sein und sich dieser Entwicklung entgegenstellen. These 25. Wo die biblische Lehre von Christus entleert wird, wird auch die biblische Lehre von der Sünde und Erlösung entleert. Denn ein machtloser Christus hat auch keine Macht, uns von Sünde, Tod und Teufel zu erlösen. These 36. Eine Kirche, die sich den Geistern der Zeit und den Tagesparolen der Politik von rechts oder links anpasst, kann nicht mehr verändernd in die Welt hineinwirken, sondern wird vom Sog der Welt fortgerissen. These 52. Allein Jesus Christus soll der Herr sein, nicht andere Herren, nicht Religionsstifter oder Ideologen. These 95. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Berlin, ein Wochenende im Oktober, 450 Jahre nach dem Tod des Reformators Martin Luther. 600 evangelische Christen versammelten sich in der Stephanuskirche im Wedding zur Bestandsaufnahme. Wo steht Ihre Kirche, die Kirche Luthers in unserer Zeit? Bei dem internationalen Kongress Reformation heute, zu dem der evangelische Aufbruch Mittelrhein, der Schweizerische Bund aktiver Protestanten und die internationale Vereinigung Christians for Truth eingeladen hatten, analysierten prominente Theologen den Zustand der evangelischen Kirche, fanden kritische Worte, zeigten jedoch auch Lösungsansätze auf. 95 neue Thesen bildeten den gemeinsamen Nenner der Gläubigen in Berlin. Sie wurden zum Abschluss der Tagung an der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen. In ihr ruft der Kongress die Christen zur Umkehr und zur Buße auf und fordert eine neue Reformation ihrer Kirche. Zur Begründung der Verfasser der neuen 95 Thesen Lothar Gassmann und der Ethiker und Fundamentaltheologe Professor Georg Huntemann. Reformation heute ist ein großer Anspruch und ein gewagtes Unternehmen und doch ist sie notwendiger denn je. Vieles in Kirche und Gesellschaft liegt im Argen. Das Wort Gottes wird weithin nicht mehr ernst genommen, weder in der Lehre noch im Leben. Die Bibelkritik hat dem Zeitgeist den Weg geebnet. Die Gebote Gottes werden in Kirche und Gesellschaft in vielen Staaten der Erde aufgelöst. Diskussionen über Gotteslästerung, Abtreibung, Euthanasie, homosexuelle Praktiken, Drogenfreigabe und Ähnliches, wie wir sie heute erleben, wären noch vor wenigen Jahrzehnten undenkbar gewesen. Man wäre zutiefst bestürzt gewesen und hätte sich geschämt. Mit den Werten, mit den Wertungen gesetzlich und zeitbedingt, sowie mit den wissenschaftlich ganz und gar fragwürdigen Methoden einer sogenannten historischen Kritik
wird die Bibel heute selektiert und relativiert. Und dem Grundsatz reformatorischen Christentums, dass das biblische Wort allein der Grund unseres Glaubens und Inhalt der Verkündigung und Maßstab von Gut und Böse sei, abgeschworen. Der sich daraus ergebende Prozess der Selbstzerstörung des Christentums ist so radikal, dass er in der 2000-jährigen Geschichte des Christentums einmalig und tödlich ist. Auch die Religionsvermischung sowie die Teilnahme sogenannter evangelischer Christen an heidnischen Bräuchen fremder Religionen und anderer Konfessionen, ich erinnere etwa auch an Wallfahrten in Trier und Ähnliches, nimmt zu. In dieser Lage, so denken die christlichen Organisationen, die die 995 Thesen unterzeichnet und herausgegeben haben, in Deutschland insgesamt 33 bisher, in dieser Lage, so denken diese Organisationen, ist eine Reformation, eine Erneuerung genauso notwendig wie im Jahre 1517. Auch damals war die Kirche verweltlicht. Heute hat diese Verweltlichung viele protestantische Kirchen noch viel stärker erfasst als damals. Hatte die katholische Kirche damals den Ablass als eine billige Gnade verkündigt, so verkündigen heute viele evangelische Kirchen und auch andere die Auflösung der Gebote Gottes als noch billigere Gnade. Ist uns das bewusst? Die Gnade ist heute noch viel billiger geworden als damals. Damals hat man immerhin noch was bezahlt, um Sünden vergeben zu bekommen. Heute gibt es gar keine Sünde mehr, wenn die Entwicklung so weitergeht. Hieß es damals, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt? So heißt es heute, alles ist erlaubt und die Kirche segnet es ab. Der Kernprozess gegenwärtiger Selbstzerstörung des Christentums realisiert sich heute in den träumerischen, realitätsverlorenen und wesentlich matriarchalisch motivierten Unternehmen ohne Glauben an die Wiederkunft Christi und die Erschaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, im Diesseits heute Mutter Erde genannt, die letzte Erfüllung individuellen und gesellschaftlichen Daseins zu finden. Wer aber den Himmel auf die Erde holen will, das haben wir in diesem 20. Jahrhundert zu Genüge ausgekostet, gerade wie in Deutschland, bereitet der Welt eine Hölle. Es war die Diagnose für einen schwerkranken Patienten namens Evangelische Kirche. Was Professor Huntemann als die Selbstzerstörung des Christentums bezeichnete, die konsequenterweise zur Selbstzerstörung herkömmlicher evangelischer Kirchlichkeit führen müsse. Ein Arzt hätte den Befund wohl Krebs genannt. Die Frage nur, ist er tödlich oder heilbar? Der Therapieansatz, eine neue Reformation. Aber wie? Dazu Lothar Gassmann. Wie könnte nun also eine Reformation aussehen? Sie müsste zuallererst zur Buße, zur Umkehr zum Herrn Jesus Christus und seinen Geboten rufen und einladen. Wir erinnern uns, wie die erste der 95 Thesen Martin Luthers lautete. Da unser Herr und Meister Jesus Christus sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein sollte. Nicht nur ein einzelner Ablassakt oder Ähnliches, sondern das ganze Leben soll Buße sein. Die Reformation Martin Luthers war eine Bußbewegung. Eine Bußbewegung. Sie begann mit der Rückkehr zum Worte Gottes und der in ihm enthaltenen zentralen Botschaft von der Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden. Auch heute, liebe Freunde, müsste eine Reformation beginnen mit der Rückkehr zum Wort Gottes und zur Buße, zum Nachdenken über den bisherigen Weg und zu einer radikalen Umkehr führen. Da, wo das Wort Gottes in der Bibel wieder ernst genommen wird, da tritt eine Erneuerung von Theologie, Kirche und schließlich auch Gesellschaft ein, wenn Gott dieses uns durch seinen Geist schenken möchte. Die Erneuerung der Kirche und der Kirchen, es bezieht sich ja jetzt nicht nur auf die Volks- oder Staatskirchen, sondern auch auf die Freikirchen, ganz explizit wurden die Thesen auch so formuliert, dass man jetzt nicht sagen kann, das betrifft ja nur die Landeskirchen, sondern die Erneuerung gilt jedem Einzelnen in allen Gemeinden. Aber diese Erneuerung der Kirchen und Gemeinden kann nur von Gott geschenkt werden, durch das Wirken seines Geistes,
Sie muss vermittelt werden von den Kanzeln und Kathedern herab, aber auch von unten her. Und da habe ich fast mehr Hoffnung, von unten her, von den sogenannten Laien, in Anführungsstrichen, von jedem einzelnen Gläubigen, der Zeuge Jesu Christi in dieser Welt ist. Jeder ist gerufen und eingeladen, hier zu wirken und die verändernde Kraft des Evangeliums in eine gottferne Welt und Kirche hineinzutragen, auch jeder, der hier ist. Angesprochen sind also Christen, die am Wort Gottes festhalten. Doch als Einzelne sind sie in einer sich dramatisch verändernden Kirche und Gesellschaft hart gefordert. Der Tübinger Missionswissenschaftler Professor Peter Beierhaus, Präsident der Internationalen Konferenz Bekennender Gemeinschaften, ermunterte sie, auf Anzeichen von Resignation nicht zu reagieren. Die Christen und insbesondere die christustreuen Christen sind eine kleine Minderheit geworden. Und oft kommen sie sich vor wie die letzten Mohikaner und fragen sich, gibt es denn überhaupt noch eine Zukunft? Aber gerade diesen Brüdern und Schwestern gilt ja das Wort des Herrn: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn eurem Vater im Himmel hat es gefallen, euch das Reich zu geben. Es kommt also darauf an, gerade in dieser Stunde nicht den Mut zu verlieren, sondern ganz gewiss zu sein, dass der Herr seine ihm getreue Gemeinde durch diese gegenwärtigen Wirrnisse, durch den Nebel des Zeitgeistes hindurchführen will. Aber dazu ist nötig, dass wir als seine Herde seine Stimme erkennen, als die des guten Hirten, und dass wir sie unterscheiden von den anderen Stimmen, den verlockenden Stimmen der Mietlinge. Leider ist es so, dass auch in unserer Mitte es Zeichen von Ermüdung gibt. Es gibt sogar die Stimmen derjenigen, die sagen, kein Bekenntniskampf kann über eine ganze Generation hinweg geführt werden. Irgendwann einmal gehen uns die Kräfte aus. Liebe Brüder, lasst uns nicht auf diese Stimmen hören. Lasst uns nicht wanken und nicht müde werden. Denn der Herr will uns wirklich hindurchhelfen. Und wenn wir ihm folgen, dann werden wir das Ziel erreichen. Rückbesinnung auf bewährte Glaubensmaßstäbe, kaum ein Thema für die Medien. So blieb die Resonanz der eingeladenen Presse auf die neuen 95 Thesen eher umgekehrt proportional zum Interesse der bibeltreuen Christen. Hunderttausende Thesenpapiere in über 20 Sprachen gingen bereits rund um die Welt. Ihr Verfasser vor Journalisten in der Stephanuskirche über die Entstehungsgründe. Das Lutherjahr, was uns ja an den 450. Todestag Martin Luthers erinnert. Und der innere Anlass war die Situation der evangelischen Kirche im Lutherjahr. Der Gedanke, was würde Luther heute zu seiner Kirche, in Anführungsstrichen seiner Kirche, sagen, zur christlichen Kirche, evangelischen Kirche. Und da ist uns klar geworden, er würde sich wahrscheinlich entsetzen, er würde sich vielleicht sogar im Grabe herumdrehen, wie heute die Zustände sind. Ich stelle mir vor, dass wir heute so verflacht sind, dass wir einfach alles akzeptieren. Und wir müssen wieder lernen, was oben ist, was unten ist, was gerade ist. Das ist ein ganz wichtiges Element. Wichtig ist auch, dass wir als Christen in einer Einheit auftreten. Nicht in einer falsch verstandenen Einheit, aber dass wir geistig, innerlich uns einig sind. Und ich darf hier wirklich bekennen, wir sind uns hier einig. In den wesentlichen Punkten. Bei Ihren Statements, sowohl von CFT als auch hier aus der Schweiz, ist, Sie sprechen von einer neuen Bußbewegung, von einer neuen Erweckungsbewegung. Nun gibt es ja schon Erweckungsbewegungen und auch evangelikale Dachverbände, die sich ähnliche Ziele gesetzt haben. Ich frage mich, wo die hier sind. Also, wo ist die Deutsche Evangelische Allianz, wo ist die Schweizerische Evangelische Allianz, wo ist die Weltallianz, wo ist die Lausanner Bewegung, wo ist die Evangelische Sammlung Berlin, wo ist der Gnadauer Verband,
wo sind diese vielen Gruppierungen? Mir kommt es so vor, als wenn Sie jetzt wieder eine neue Bewegung starten. Und ich frage einfach, wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit denen aus, die sich ähnliche Ziele gesetzt haben und sie bereits seit langem verfolgen? Wir ziehen jetzt die Konsequenzen. Und wer mitgehen will, der soll mitgehen. Wir können ja niemanden mitschleifen, nicht? Das ist ja eine freiwillige Sache. Und ich hätte die Frage auch, halte die Frage für sehr gut, die Sie gestellt haben, aber vielleicht sind wir die falschen Ansprechpartner. Die Frage müsste an die gerichtet werden, die Sie jetzt genannt haben. Der Zustand der evangelischen Kirche hat Folgen. Der Vorsitzende des evangelischen Aufbruchs Mittelrhein, Dr. Heinz-Jürgen Fischbach, kündigte die Gründung einer bekennenden Gemeinde an. Wir sind als evangelischer Aufbruch Mittelrhein der Auffassung, dass wir in Deutschland ja zu den Grundlagen der Reformation zurückzukehren haben. Das bedeutet, dass wir eine bekennende Kirche brauchen. So wie Buße, Reformation ein Geschenk Gottes ist, überhaupt Sündenerkenntnis ja nur durch den Geist Gottes vermittelt werden kann, so ist auch der Aufbau einer bekennenden Kirche primär nicht eine Sache der Organisation, der Pressekonferenzen, des Kämpfens, Streitens, sondern sicherlich auch eine Sache des Gebets. Aber dann muss auch das konsequente Handeln folgen, wie es ja auch bei Luther letztlich der Fall war. Wir möchten in Neuwied am kommenden Donnerstag, dem Reformationstag, abends um 18 Uhr in der Landesblindenschule mit einem Eröffnungsgottesdienst einer ersten bekennenden evangelischen Gemeinde beginnen. Zweitens, die Gründung dieser bekennenden Gemeinde hat selbstverständlich einen tieferen oder weitergehenden Sinn im Hinblick auf die Entwicklung einer bekennenden evangelischen Kirche in Deutschland. Vier Seminare unter den Titeln der reformatorischen Hauptartikel Allein Jesus Christus, Allein die Heilige Schrift, Allein aus Gnaden und Allein durch den Glauben luden zum Nachdenken über die Entwicklungen im Protestantismus ein und zeigten die Kluft auf, die zwischen der evangelischen Kirche heute und dem Glauben Martin Luthers herrscht. Der französische Missionar Ferny Jaigle verwies darauf, dass eine Erneuerung der Kirche nicht verordnet werden kann, sondern bei jedem einzelnen Menschen beginnen muss. Die Heilige Schrift gehört dabei in den Mittelpunkt. Und die Bibel ist ja fast nur eine Sammlung von Geschichten, von Leuten, die Gott persönlich erlebt haben. Sei es am Anfang von Abel, mit Abel, bis am Ende mit Johannes. Gott erweist sich als der heilige Gott. Allein aus Gnaden. Feministisch-humanistische Selbsterlösungsideologien und moralische Verwahrlosung in den Kirchen überwinden. Hier wird ein Gegensatz genannt. Der Feminismus als eine das Versöhnungswerk Christi bestreitende Ideologie sei eine der stärksten Strömungen in der evangelischen Kirche, die das Heil und den Weg in die Freiheit auf eigenen Wegen und an der Gnade Gottes vorbei zu erreichen versuche, referierte der Gießener Ethiker Jürgen Burkhard Klautke. Die emeritierte Theologieprofessorin Etta Linnemann, einst Schülerin des Begründers der historisch-kritischen Theologie Rudolf Bultmann, warf der Bibelkritik Unwissenschaftlichkeit vor. Was aus deren Sicht vom Christentum bleibt, beschrieb Etta Linnemann so. Der Mensch im Mittelpunkt und alles Übrige ist vom Menschen produzierte Kultur und zu dieser vom Menschen produzierten Kultur gehört auch die Religion. Und das christliche Glaube ist dann eben nur ein Bruchteil dieser vom Menschen als Kultur produzierten Religion. Was gilt in der evangelischen Kirche? Und vor allem, was gilt nicht? Was vor einigen Jahren noch allgemeine Auffassung in der Kirche Luthers war, hat an Bedeutung verloren. Der Bonner Religions- und Missionswissenschaftler Professor Thomas Schirmacher. Die biblische Sicht, dass unser Heil allein in der gnädigen Erwählung des lebendigen Gottes liegt, die dann natürlich in unserer aktiven Umkehr zum Ausdruck kommt, ist zu einer Minderheitenposition auch unter den Protestanten geworden. Nichts, was uns trennt, nichts, was uns trennt, wenn dann der Kampf vorbei, tönt als ein Jubelschrei, ich bin erlöst.
Wittenberg, die Stadt, die durch Martin Luther im Jahre 1517 weithin bekannt wurde. War Luthers Thesenanschlag damals das entschlossene Werk eines Einzelnen, waren beim Thesenanschlag am Portal der Schlosskirche im Oktober 1996 500 Zeugen dabei. Unter ihnen auch der Kulturreferent der Stadt Wittenberg, Ulrich Pfingsten. Fast 500 Jahre nach Luther haben sie andere 500 Thesen aufgestellt, über die nun diskutiert und wohl auch bestritten werden muss innerhalb der Kirche und vielleicht auch außerhalb. Denn nicht alle, Sie wissen das, nicht alle und ich gestehe auch ich selbst nicht, haben die gleiche Auffassung über das, um nur ein Beispiel zu nennen, was Sie sittliche Dekadenz nennen. Damals wie heute. Die Thesen an der Schlosskirche fanden nicht nur Befürworter. Die Antwort gab, unterbrochen von gelegentlichen Unmutsäußerungen vom Küster der Kirche, EAM-Vorsitzender Heinz-Jürgen Fischbach. Wenn eine Kirche das klare Evangelium von Christus verwässert, verfälscht, beiseite schiebt, dann haben wir eine Verantwortung für die Menschen, die dadurch verloren gehen können. Luther hat diese Verantwortung im 16. Jahrhundert sehr klar gesehen und erkannt. Damals hatten wir den Ablasshandel. Mit der Seelenangst der Menschen wurden Geschäfte gemacht, weil es der verweltlichten Kirche um Geld und irdische Macht ging. Heute haben wir einen modernen Protestantismus, der Sünde namenlos macht, der die Sünde rechtfertigt anstelle des Sünders. Die größte geistliche Katastrophe, die im Protestantismus denkbar ist. Ein viel ernsterer Zustand als im 16. Jahrhundert. Wir werden nun die Thesen in 20 Sprachen anschlagen, in denen sie bisher vorliegen. Sie sind in über 100 Ländern dieser Erde verbreitet und in weiteren Sprachen in Übersetzung. Nach dem russischen, die spanische Übersetzung, nach der portugiesischen Sprache wieder ein großer Sprung in den Osten. Und zwar die. Remember the Olympic flame. Erinnert euch an die Flagge von Olympia. Just now in Atlanta in 1996. Jetzt diese Flamme in Atlanta 1996. Remember how it was taken from one city to another. Erinnert euch, wie diese Flamme hinausgetragen wurde von einer Stadt zur anderen. This is my challenge to you. Und das ist meine Herausforderung an euch. There's the flame. Da ist diese Flamme. Reformation. The 95 business. Diese 95 Thesen. Nun diese neuen 95 Thesen. Call back to the word of God. Die uns aufrufen, zurück zum Wort Gottes zu kommen. The call to repentance. Zurück zur Buße zu kommen. Take it. Lasst uns diese ergreifen. Run with it. Und lasst uns mit diesen laufen. And may God bless you as you do it. Und möge Gott euch segnen, wenn ihr dieses tut. Nun, liebe Freunde, sind die Adressaten, an die die Thesen gerichtet sind, zur Antwort herausgefordert. Jedem Menschen, Ihnen und mir, gilt der Ruf zur Umkehr. Ihr Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, wir rufen euch auf, kehrt zu Gott und seinen guten Lebensordnungen um. Beendet den rapiden moralischen Zerfall in Staat und Gesellschaft und das daraus resultierende Massentöten im Mutterleib. Verbietet Gotteslästerung und Euthanasie. Jeder einzelne Bürger,
Auch jeder Kirchenmann und Politiker ist eingeladen, umzukehren zu dem Gott hin, der uns geschaffen hat, der uns liebt und der deshalb seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, um uns von Sünde, Tod und Teufel zu erlösen.